Muss ich alle spielen? Wie läuft das? Ich nehme einfach erstmal die, die mir am hübschesten erscheint. Ginger hat einen coolen Namen. Du siehst irgendwie. Die sieht ein bisschen so Alma-mäßig aus. Die sieht aus wie das Psychomädchen, was es immer gibt. Scarlett hat irgendwie so ein. Die sieht. Die erinnert mich an Amelie aus der fabelhaften Welt, so ein bisschen. Hat so ein bisschen was. Ja, ich gebe jetzt zu jeder einen Kommentar ab. Hier, die hatten wir ja schon. Die ist halt einfach Rotkäppchen. Und die ist so. Die ist die Einzige, die eine andere Farbe mit drin hat, oder? Nee, sie hat auch noch lila drin. Ich find sie ja irgendwie am coolsten, weil sie noch so ein Goth-Make-up hat, so ein übertriebenes. Die sieht aus wie Eisblume. Zerrissenen Strumpfhosen. Ah. Nee, es ist gar keine Strumpfhose. Was hatten die am Bein? Was hatten die am Bein da? Ich dachte, es wäre eine zerrissene Strumpfhose, dabei ist das irgendeine Schiene. Okay. Zu Omi gehen. Und auf dem Pfad bleiben. Boah, ich kann das mit Gamepad spielen. Huch, wo rennst du denn hin? Wo rennst du denn hin? Warte mal, ich will das mit Gamepad spielen. Jetzt ist es rausgetappt. Hallo, mach das nicht. Okay, Gamepad geht doch nicht. Nö, Gamepad geht nicht. Ja gut, dann lassen wir das. Ich kann mich auch mit der Maus nicht umschauen, ne? Macht das überhaupt Sinn, vom Pfad abzukommen? Geht das? Wo ist denn... Ach, die Krähe. Hallo? Soll sie da hinterher? Die kommt doch da gar nicht lang. Ich kann auch rennen. Ah, ich kann auch rennen. Das ist cool. Danke. Okay, der Rabe ist gerade geflogen, ohne eine Flugbewegung zu haben. Ich hab. Was ist denn das da vorne? Warum. Ich habe überhaupt keinen Plan, was das Spiel macht. Pfoten? Was ist denn das hier? Die Welt ist eine Bühne. Nichts ist, was es scheint. Außer das Nichts. Wer ist das? Wer ist das? Wer läuft denn da? Ich kann nicht rennen. Ich glitsch hier rum. Okay. Die Steuerung ist echt ein bisschen komisch. Oder ging da jetzt irgendwas? Da! Lauf, Mädel! Beweg dich! Was? Ah, Scheiße! Ich hab zu oft. Nein! Entschuldigung. Das ist gerade einfach alles mehr so chaotisch.
Wer bist du? Spring doch nicht so vor der Optik rum. Was stimmt denn nicht mit dir? Hat die gerade an meinen Brüsten geschnuppert? Habt ihr das gesehen? Ach, der Sherlock ist auch da. Hi. Wie, du kommst irgendwann rüber und erschreckst mich. Ich kann mit Objekten interagieren. Wie kann ich agieren? Interagieren? Klicken? Ich hab das am Anfang gar nicht richtig gerafft. Ich muss mich gerade erstmal irgendwie reinfinden. Das ist alles noch ein bisschen seltsam. Hinten glitzert was. Da glitzert was. Passiert irgendwas, wenn ich wirklich die ganze Zeit nur den Pfad lang laufe? Was ist denn das? Eins von 144? Auf meinem Bildschirm, dass da was kam, aber irgendwie kommt keine Einblendung. Ich weiß nicht warum. Ich sehe auch gerade leider den Namen nicht, aber es wird wohl Noob at PC. Dankeschön für eine Stunde. wo muss ich denn jetzt hin? Gibt's hier überhaupt ein Müssen? Da ist was. Ich laufe einfach immer dahin, wo irgendwas ist. Einkaufswagen. Ja. Okay, Badewannen. Wer stellt denn so ein Zeug in den Wald? Okay. Aber süß ist sie ja, ne? Bisschen. Also. Ich werde noch nicht so ganz schlau aus dem Ganzen. Aber man kann das gerade irgendwie nur mit der Maus spielen, sehe ich, merke ich. Ein Messer. Nimm das Messer mit. Ah, okay. Das ist dein Korb. Alle Erinnerungen, die du im Wald sammelst, werden in deinem Korb aufbewahrt. Drücke auf Space, um es zu sehen. Ich schneide mir die Adern auf. Und lasse mich bluten. Ein Tal oder ein Ozean. Verlangen oder Bedürfnis. Was für ein Psychospiel. Ich muss mein... Was ist... Ah, ich hab jetzt auch... Jetzt hab ich aus dem Bildschirm rausgeklickt. Ne, Sherlock, kennst du. Hinten ist... Ich muss mein Schicksal finden. Was ist denn? Da ist die ja schon wieder. Was ist denn los mit dir? Was ist das? Farbe! Oh, können wir jetzt rumtaggen hier? Komm. Ja. Mach was. Macht sie was? Ja. Ein Kühlschrank? Was soll das heißen? Soll ich einkaufen gehen? Farbe tropft wie Tränen. Schwerkraft zieht alles nach unten. Das ist ganz normal. Okay. Hat sie dann weinendes Gesicht gemalt, aber ganz minimal. Hallo? Nimmst du es wieder mit? Kann sie noch was sprayen? Na, mach nochmal. Nö, stell's nur wieder ab. Ja gut, dann geh mal wieder. Hm.
Oh mein Gott, deine Stimme war gerade voll creepy. Ja, das war so beabsichtigt. Stell dir vor. Da ist ein Vogelscheuche. Wie kommt denn das Feld hier in den Wald? Das ist eine Vogelscheuche. Der Text ist so blöd zu erkennen. Das hat halt genau die Farbe. Eine Vogelscheuche und keine Vögel. Effizient. Ich wünschte, ich hätte so eine, um Idioten fernzuhalten. Oh ja! Was? Da, wo du am Bildschirmrand eine Pfote siehst, ist dein Wolf. Oh, Gesicht. Komm mir nicht zu. Was war denn? Okay, ich habe ihm einfach den Kopf abgenommen. Jetzt steht's jedem drin. Mach das mal nicht, Mädel, das ist doch nicht gesund. Es ist doof, dass man die Texte nicht lesen kann, nicht richtig. Wenn du mir deinen Kopf gibst, wirst du mir wesentlich besser gefallen. Oh. Von einem silbernen Teller werde ich dich verspeisen. Hm. Warum nicht aus einer Schüssel lecker Kürbissuppe? Okay. Eine Idiotenscheuche, ja genau. Das Spiel zieht einen ja irgendwie voll runter. Ja, aber manchmal ist das doch auch nett. Was schnauft da? Ja, was? Wenn das jetzt wirklich noch fies wird, ne? Ich... Da vorne ist was Großes, oder? Ist das gut, die ganze Zeit aufs Licht zuzulaufen? Ist das Licht mein Schicksal? Kann ich unterwegs noch andere Dinge finden? So viele Fragen und keine Antworten. Nee, hier war ich schon. Konnte ich hier was tun? Nicht wirklich, oder? Hat sie was am... Die Welt ist eine Bühne, ja, ja. Da will sie nichts machen, ne? Ich höre Stimmen, ich weiß nicht, ob es auf der Straße oder in dem Spiel ist. So, jetzt gehen wir nochmal in Ruhe da drauf zu. Langsam kriege ich einen Dreh raus. Aber sie macht da auch nichts, ne? Ach so, das ist dann wohl für andere. Hat vorhin jemand geschrieben, dass manche Gegenstände nur für bestimmte Schwestern sind. Ist aber komisch, dass das alles Schwestern... Okay, wo bin ich... Oh Gott, wo bin ich denn das letzte Mal von hier aus lang gelaufen? Schon wieder rausgeklickt. Mann. Okay, da bin ich dann hingelaufen wahrscheinlich. In der Richtung. Gehen wir mal in die Richtung. Warum? Schon wieder! Ich muss einfach mehr mit der Tastatur machen. Das ist mit der Maus halt irgendwie angenehmer. Die nächste mache ich dann mit dem Gamepad. Sie möchte übrigens gar nicht mehr sprinten jetzt. Ah, jetzt ja. Jetzt ist die Musik wieder lauter geworden. Hä? Das ist deine Spur. Jetzt weißt du, wo du im Wald gewesen bist. Alle 100 Meter, die du ablegst, wird deine Spur kurz aufgezeigt. Okay. Hä? Ich habe das jetzt gar nicht gerafft. Eine Karte. Ich drück einfach mal Tasten. Ah, warte. Ach nee, das sind die Gegenstände, ne? Ja, ja. Dass da der ganze Text kommen muss, Mensch. Irgendwie kommt jetzt gar nichts mehr, so. Bum, bum, bum. Ist das, weil sie angestrengt ist vom Rennen? Ich werde aus dem
Hat jemand einen Kompass? Hat jemand den Shortcut für die Karte? Das würde auch schon helfen. Also da ist doch was. Jetzt bin ich wieder bei der Badewanne. Ja, das ist doch albern. Kann ich denn mit der Badewanne irgendwas machen? Da war gerade kurz die Karte. Hier ist das nicht die Amelie? Ich habe Facebook nicht ausgemacht. Aha. Aha, hier ist das Rotkäppchen dran. Kann ich nicht zurück zum Pfad gehen und von da aus irgendwie in eine andere Richtung? Finde ich den überhaupt wieder? Das da hatten wir noch nicht. Da ist so ein Hochsitz. Und ein Typ. Ah, so ein Spielplatz. Okay. Was hat's nochmal mit der Pfote auf sich? Ich hab's nicht gerafft. Was ist mein Wolf? So viel Anmut im Verfall. Rost ist schöner als Farbe. Obwohl ich bezweifle, dass ich das hohe Alter erreiche. Das Gefühl kenne ich. Ich habe auch Angst vor dem Typen. Ein Typ alleine. Ein Typ, Mann alleine auf dem Spielplatz. Das ist suspekt. Oha, was war das? Ist das ein Spiegel? Ich werd wohl alt. Wird auch Zeit. Das ist eine coole Einstellung. Entschuldigung für alle, die gerade in Facebook geguckt haben. So, und jetzt? Was? Ah. Warum steht der Typ gleichzeitig mit mir auf? Ich habe Angst vor dem. Ach, die Pfote führt mich zu meinem Schicksal. Hallo? Setzen wir uns mal neben ihn, wa? Ja, gleich so nah, hallo. Ja, und er so, nein, du interessierst mich gar nicht, Bitch. Nein. Dummes Mädchen, dummes, dummes Mädchen. Dummes Mädchen. Oh, oh. Es hat ein bisschen diese abgespulte Alice-Art. Habt ihr schon recht. So, toll. Also jetzt haben wir sie noch nikotinsüchtig gemacht, die Gute. Ist das mein Schicksal jetzt? Rauchen ist ihr Schicksal. Echt jetzt? Geräusche. Oh, das war jetzt ihr Schicksal, oder? Nee. Bin ich jetzt Game Over gegangen? Ich verstehe es nicht. Wird sehr, sehr interpretativ, hat alles mehrere Bedeutungen. Ja, das habe ich ja schon ein bisschen befürchtet. Ach, jetzt liegt sie da. Oh Gott, ich hatte jetzt schon Angst, dass sie irgendwie geraped und umgebracht und im Wald halt liegen lassen, so.
Ne, ich bin bei dem Spiel nicht so ganz sicher, was ich dem alles zutrauen kann. Jetzt kommt der Zusammenhang. Oh, hier geht's gar nicht gut. Aber da vorne ist... Schneller laufen möchte sie auch nicht. Ist das da Omas Haus? Ich hoffe ja mal schon, ne? Ach komm, mach ein bisschen Tempo kannst du machen, auch mit kaputtem Bein und gerade frisch vergewaltigt. Das geht schon. Sonst kommt er nochmal. Ich bin Game Over, aber noch nicht tot. Ich sehe da nur einen Zaun und Bäume. Und dieser ganze Regen. Omi. Aber Omi ist doch sowieso der böse Wolf, oder? Ach, deswegen auch die Wolfs... Mysteriös. Ich bin gespannt. Bin mal gespannt, wie du das interpretierst, ja? Ich habe so das Gefühl, ich muss diese Analyse dann verschieben. Das dauert dann erstmal, ich muss das dann erstmal verarbeiten, wie bei Bioshock auch. Ich konnte ja direkt nach Bioshock Infinite gar nicht sagen, was ich davon jetzt halten soll, außer dass es mich übel weggebamst hat. Ich muss bei solchen Sachen irgendwie immer erstmal so in Ruhe drüber nachdenken, wenn jemand sagt, so, jetzt hast du es gerade erst gesehen und jetzt halt mal, hab mal ein Statement dazu. Ich so, ja krass. Vielleicht solltest du beim nächsten erstmal auf dem Pfad bleiben. Übers Handy schauen, Katastrophe, also doch schnell Lappy angemacht. Ich hab noch nie Twitch übers Handy geguckt. Ich wüsste nicht wozu. Ich hab ja einen PC. Los geht's. Ice-T, ich hab so ein bisschen das Gefühl, du kennst mir das Spiel zu gut. Und du freust dich auf Stellen. Schnarch! Wie lange hat sie jetzt gebraucht, um die paar Meter zu laufen? Speichern? Holy shit! Das ist der Wolf, oder? Das ist die Omi! Die Geräusche macht. Das ist die Omi. Oh Gott, ich kann ja steuern. Oh, holy crap. Ich will das gar nicht machen. Messer? Der Kühlschrank. Kann ich irgendwas mitnehmen? Ich will das Messer. Hallo? Was ist das denn? Das ist ein Schaukelstuhl, der wackelt. Was ist das für ein Motorengeräusch? Das ist mega nervig. Okay. Ah.
Ah, es ist cool. Okay. Oh, wie ich mich gerade vor ihrem eigenen Schatten erschreckt habe. Je mehr Sachen man findet, desto mehr Räume öffnen sich. Ach so. Habe ich denn viele gefunden? What the fuck? Ein Bett auf dem Karussell. What? Oh, Ende des Kapitels 1. Gesammelte Dinge, 3 von 3. Okay, ich habe nicht viel. Extra Räume aufgeschlossen, 1 von 3. Okay, meine Frage hat sich hiermit. Wolf begegnet, ja. Ach, das war der Typ, der Rauchertyp war der Wolf wohl. Ist das gut, wenn man dem Wolf begegnet? Ich raff dieses ganze Spiel nicht. Ich weiß nie, ob ich irgendwas richtig mache oder nicht. Weil das so ein Spiel ist, wo schlimme Dinge gut sein können. Wisst ihr? Mehr Tee. Ich glaube, ich schenke der Omi einen IKEA-Gutschein. Das Haus ist ja gar nicht vernünftig eingerichtet. Rang C. Du hast den verlassenen Spielplatz gefunden. Oha. Ach, Ziel ist es, dem Wolf zu begegnen. Kann man das auch machen, ohne dem Wolf zu... Ganz seltsam. So, nehmen wir jetzt mal hier die Amelie. Ey, ist das schräg. Nehmen wir die halt einfach mal. Lauf mal zu Omis Haus einfach so. Okay, mache ich. Dann siehst du, was passiert. Was passiert da? Wenn du dich schon so drauf freust und das dauernd sagst, weißt du, ich trau dir nicht. IKEA, weißt du, die geben all ihren Möbeln doch Namen. Und wer will schon einen Nachttisch namens Sven? Hättest du lieber einen namens Tobi oder was? Aber eigentlich sieht das cool aus, was sie anhat. Naja. Stay on the path. Gut, diesmal machen wir das. Links wird es jetzt zum Wolf gehen, habe ich recht? Ist das nicht unfassbar langweilig jetzt gerade? Will ich wissen, was passiert? Wie lang ist denn der Weg? Oh. Ah, gut. Wir machen das jetzt. Ich kann ja dabei ein bisschen auf den Chat gucken. Ihr müsst auch schreiben dabei, ne? Jetzt fleißig. Die Musik hat sich geändert. IKEA hatte aber auch mal tatsächlich schwarz-weiß-rote Putzschwämme namens Hüttler. Fand ich ein bisschen schräg. Habe ich nicht gekauft, fand ich zu politisch. Okay, da ist Omis Haus. Diesmal kommen wir auch ein bisschen schneller voran. Wieso ist das bei dir so bunt, ist da LSD im Spiel? Weiß ich nicht, sag du es mir.
covert den Song mal wer. La 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 la. Rate, was passiert? Sie wird vom Wolf gefressen. Oder nee, der Wolf ist ja... Wenn ich jetzt halt schon mehrere Wölfe gesehen habe, ich glaube, der Wolf ist immer was anderes. Immer eine andere Versuchung für junge Mädchen. Würde ich jetzt... Wolf 011, ganz viele Zahlen. Die traue ich schon allein vom Namen her nicht. Was ist das so finster? Ich sehe gar nichts. Im Stream sieht man noch weniger. Kann ich auch sagen, ich würde... Nee, die geht immer in die gleiche Richtung, oder? Es gibt immer... Was ist denn da mit dem... Ach stimmt, das Bild hatte ich gefunden, oder? Ach das... Oh Gott, ich will alles haben! Das ist ja voll gemein! Wenn man dann durch das Haus laufen kann und man sieht die ganzen Dinge, die man gefunden hat. Ich stehe auf so einen Scheiß, sowas ist immer so... Okay. Da kommt... Hinter der Tür ist doch irgendwas. Da ist der Wolf. Und die Omi. Oh Gott. Ist der Wolf ausgestopft? Der ist ausgestopft. Willst du mich ver... Ih, wer stellt sich den ausgestopften Wolf ins Schlafzimmer? Was ist voll die Psycho-Omi? Alles? Ich dachte, das ist irgendwas... Das war jetzt voll... Failure! Okay. Du weißt, wo deine Großmutter wohnt, ja? Schön. Kann ich die jetzt nochmal spielen, oder? Omi, Liebe! Ja, okay, ich kann sie nochmal spielen.